So, weiter geht's heute mit Let's Play Far Cry 4. Wir machen heute wahrscheinlich eine kurze Folge, nur wir wollen das Rennen heute machen. Ich bin eh ein bisschen erkältet, doch deswegen werde ich nicht allzu lange machen. Seht es mir ein bisschen nach. Wir werden in der nächsten Folge dann wieder, wenn ich mir dann hoffentlich wieder deutlich besser geht, dann wieder anfangen mit den Hauptmissionchen. Was haben wir hier? Ach ja, machen wir was im Lesen. Okay, kommunale Unterschlüpfe. Ja, gut, schön, ich will. Ich muss die, das will ich das Rennen machen wegen den, damit ich weiter skillen kann. Damit ich weiter den Oh, T-Shirt skillen ich kann. habe eine Nachricht bekommen, dass mich jemand treffen wollte. Ja, hallo. Sharma Salza, Gründerin, Leiterin und Besitzerin der internationalen Filmgesellschaft von Kyrat, sowie der Regisseur- und Schauspielergewerkschaft von Kyrat. Schön, dich kennenzulernen, Darling. Ich freue mich. Die Freude ist ganz meinerseits, Dummerchen. Du triffst nicht jeden Tag so einen erstaunlichen jungen Mann. Du erinnerst mich an den großen, legendären Ritin in Riti Kapoor. Einen der besten kuratischen Filme. Aber das ist lange her. Ich mag die kuratische Filmszene immer noch, versteh mich nicht falsch. Aber die kriegt einfach keine Zuschauer mehr oder Gelder. Go, Bro. Da sind die Zuschauer heute. Von Klippen springen, mit dem Quad durch den Fluss rasen, epische Abgänge. Das machst du eh alles umsonst, oder, Süße? Ich will nur, dass du dich bei ein paar Rennen filmst, die ich organisiert habe. Ich produziere, wir laden das fertige Produkt hoch und sehen zu, wie das Geld reinströmt. Na, also, klar. Du bist ein großer Star. War das jetzt alles? Aber gut, wir haben nur eine, das war nur eine Aufgabe, also keine Aufgabe, aber das war eine. Okay, dann machen wir noch eine Schnellreise. Wir waren, haben so ein Rennen mit Checkpoint. Das heißt also kein Rennen an sich, um. Keine Rennen. Bin ich genug Geld, will sie verarschen? Dann checken wir das mal einfach aus. Das ist 30, ja gut. Wir schauen uns das einfach mal an. Du wirst sicher gut sein, aber du musst dich diesmal besonders anstrengen. Wenn du schnell fertig wirst, kriegst du ein paar extra Prozente auf deine Tantiemen. Ich werde dich umbringen. Schön, dass in dem Moment genau noch hier ein Feind auf mich zukommt. Ich konzentriere mich gerade noch mal mehr, eben schnell. In der nächsten Folge geht es dann wieder mit Mission weiter. Ja, geil. Oh, Alter.
Ja, das war's schon. Ich habe ziemlich viel Zeit verloren. Ich denke mal, wir müssen es sogar noch mal neu machen. Also auf Gold wird es nicht, wenn wir es nicht schaffen. Ja, natürlich, weil ich da nicht rausgekommen bin. Wir werden dich töten. Wir werden dich töten. Wir werden es nochmal machen. Alles gut. Ich werde dich aber töten. Dafür kannst du nicht weg. Nein, alles gut. Ich bin gerade noch nicht in der Lage, dafür zu viel zu machen. Du wirst sicher gut sein, aber du musst dich diesmal besonders anstrengen. Wenn du ja. Wirst, kriegst du ein paar extra Prozente auf deine Tantiemen. Dann starten wir nochmal durch. Alles gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich denke mal, wenn wir da nicht rechts irgendwo festgehangen wären die ganze Zeit, dann wäre es eigentlich machbar gewesen, zumindest die 1,30 mal hinzukriegen. Oh, gekannt. Och ja! Ja, jetzt nervt ihr mich wieder. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter! Da ist Gabe! Der ist zu blöd zum Fahren! Leck mich doch am Arsch, Alter! Mission neu starten. Jo. Mann, ey, es kommt immer irgendwas dazwischen. Im Zweifel balle ich mich irgendwo in einem. Du wirst sicher gut sein, aber du musst diesmal besorgen. Also nochmal. Wenn du schnell fertig wirst, kriegst du ein paar extra Prozente auf deine Tantiemen. Also zu schaffen ist das Ding, aber ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. Überall nur Feinde gerade. Och ja, mach halt. Geil. Ist natürlich wichtig. Ach, was fahre ich denn mir für eine Scheiße zusammen? Ey, das kann doch nicht sein, dass ich da immer random irgendwo hinbleibe. Mission neu starten. Ja, so schwer ist die Strecke nicht. Ich stelle mich einfach nur ein bisschen dämlich an in dem Moment. Ich hätte es wahrscheinlich geschafft, aber wie gesagt, wenn da irgendwas ständig was passiert, ich weiß nicht, warum ich da, weil ich da runterrutsche jedes Mal und nicht die Geschwindigkeit habe.
Oh, Alter! Jetzt bin ich wenigstens mal runtergekommen. Ich meine, auf Gold werden wir es nicht schaffen, aber das ist jetzt wurscht. Das wird aber enger. Aber wir haben es geschafft. 29-0. Egal. Egal, wir haben es geschafft, liebe Leute. Und damit können wir skillen. Nee, das zählt nicht. Du musst das Ding auf Gold schaffen. Das ist nur so Deko. Ja, brauchen wir nicht. So, wir können Fähigkeiten skillen, genau. Wir können den Fahrzeug-Takedown. Jetzt haben wir eigentlich auch den Fahrzeug-Takedown. Und können dann gleichzeitig diesen Ketten-Takedown mit skillen. So, wunderbar. Den Granaten-Takedown müssen wir auch noch mal irgendwann machen. Die Bombenschaffensaufgabe, die werden wir wahrscheinlich dann irgendwann ja noch machen, weil ich will ja eigentlich alles gerne skillen, alles zu Ende machen. Okay, so, ach, hier haben wir noch eine Kiste sogar, die ich gar nicht gesehen habe. 4000 Rupien. Nimm mal hin mit. Gut. Gut. Liebe Leute. Das war's heute mit Let's Play Far Cry. Amita wird die nächste Aufgabe werden. Schnellreise. Ich denke mal, mit Amita werden wir dann definitiv weitermachen. Ja, Dito. Ich bin raus, warte, wir sehen uns wieder. Warte mal, nein, warte. Wir machen schnell noch was anderes. Wir machen nochmal schnell auf. Okay, Dinge können wir verkaufen. Wunderbar. Okay, jetzt bin ich raus, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge und dann geht's hoffentlich wieder mit Hauptmission weiter. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich stehe nur an dem scheiß Schrank, ey. Ach. Tschüss.